liebe Biker, Bikerin, all dies werden wollt. Heute hat mein Sohn mich mal überredet, einen Vatertagstour zu machen. Jetzt baue ich das Moped mal wieder im Originalzustand um, damit wir mal eine Runde drehen können. Und da würde ich euch gerne mal mitnehmen, wie wir das jetzt hier so machen. Dann viel Spaß dabei. Können wir ja den Fender drauf montieren. Die will nicht. Das hat sie gepackt. Ja. Einen längeren rein. Mal eben wieder einen Originalzustand umbauen. Aber was man nicht alles für seinen Sohn zuliebe macht, mache ich ja gerne. Ne? Und ein bisschen Motorradfahren macht ja auch Spaß. Dann haben wir wenigstens heute einen schönen Vatertag, Vater und Sohn. Ja, ein bisschen. So, jetzt bauen wir mal den seitlichen Kennzeichenhalter ab. Zack. Jetzt bauen wir den einen Sitz wieder ab, damit die Original-Rücksitzbank drauf und damit auch zwei Personen mitfahren können. Ja. Also ich habe die Maschine ja extra so gebaut, für den Fall wie jetzt ist, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Sohn noch mit ihm einfahren möchte, dass ich die Maschine sofort wieder im Originalzustand umbauen kann. Und ich schätze mal, die umzurüsten, das ist eine Sache vielleicht von 30 Minuten, wenn man dran bleibt, dann ist die wieder komplett original umgebaut. Ja. Weil das ist ja, heute ist das ja ein richtig herrliches Wetter, dann muss man das ja mal ausnutzen, weil die hatten ja was ganz anderes angesagt. Und da habe ich gesagt, komm, spontan mit meinem Sohn
komm, was hältst du davon? Wir waren gerade nämlich noch ein paar Blumen kaufen. Dann habe ich gesagt, was hältst du davon bei dem herrlichen Wetter, weil wir Motorrad da vor uns gesehen haben. Wenn wir auch eine Runde fahren, weil dann kann ich nach dem Kollegen fahren. Der wollte mir nämlich seine Flex so lange ausleihen, bis ich eine vernünftige neue habe. Und das, damit ich morgen weitermachen kann. Und das passt ja dann, habe ich gesagt, komm, dann nutzen wir das mal aus. Und dann baue ich die eben kurz um. Das ist ja eine Sache von ein paar Minuten. So, jetzt machen wir mal die Stoßdämpfer hier ab. Und dann geht am besten mit dem Drehmomentschlüssel, hat man hier die meiste Kraft drin. Ne? Und dann, weil ich muss ja das originale Schutzblech wieder dran machen. Ein bisschen. Und ich mache ein bisschen für die andere Seite auch mal eine lange 22er Nuss nehmen, damit ich nicht eine halbe Stunde am Rumschrauben bin. Jetzt habe ich mir meine 22er Nuss geholt. Da bin ich am Morgen noch dran. Alles viel schneller und viel einfacher. Habe ich hier eine Schraube reingesteckt, weil wenn ich das jetzt festschraube, dann weiß ich ganz genau, dass gleich die Schraube für den Heckblech, den Heckfinder, da auch reinpasst. So, jetzt machen wir mal die andere Seite. Ich muss ja vorher noch hier den Stoßdämpfer dran schrauben, bevor ich die andere Seite löse. Schrauben wir eben den Stoßdämpfer noch hier dran. Mache ich mich ganz schwarz. So, da ist er drin, der Stoßdämpfer.
Da musste mir mein Sohn gerade helfen, weil ich musste mit zwei Händen hier anheben, weil die schon ein bisschen was wiegt. Und er hat den Schluss einfach dann reingemacht. So, jetzt ist mir leider gerade vorhin die Schraube abgebrochen und das mit der Motorradtour mit meinem Sohn. Bis jetzt wurde das noch nichts, aber ich habe es zum Glück alles ausgebohrt bekommen. Und jetzt mache ich mal deutsche Schrauben rein und die sind ein bisschen hochwertiger. Dann mache ich das mal vernünftig. Dann kann ich vielleicht gleich noch eine Runde mit meinem kleinen Sohn hier drehen. Zack. So, jetzt machen wir die andere Seite. Jetzt, wie gesagt, die Schrauben tausche ich aus, nämlich die Schrauben. Boah. Hi. Gut, mal aus. Jetzt machen wir mal die andere Seite. Muss ich wieder den Stoßdämpfer reinmachen. So, jetzt die andere Seite auch fest. Vernünftige rostfreie Schrauben, deutsche. Gut. So, jetzt den Heckfender wieder montieren und die Kabel anschließen. Das ist ja hier idiotensicher hier. Kann man sich ja nicht vertun. Da hole ich einmal den Heckfender. Dann können wir gleich noch eine Runde fahren. So, ziehen wir mal. Orange auf Orange. So, zack. Blau auf Blau. Grün-Gelb auf Grün-Gelb. Braun auf Braun. So. Grün auf Grün. So, haben wir alles. So, ist die Beleuchtung wieder komplett hergestellt. So, jetzt montiere ich jetzt noch den Heckfender, dann hole ich mir jetzt erstmal die Schrauben und dann bereite ich alles soweit vor. Jetzt montieren wir mal den Heckfender. Mutter ansetzen. Also wie gesagt, die Mutter braucht man 14er Schlüssel, der Schraubenkopf hat einen 13er. Angesetzt. Jetzt setze ich hinten setze ich die Schrauben jetzt an. Jetzt die andere Seite immer gegenüberliegend. Drei verschiedene Längen. Die kürzeste kommt nach vorne, die längste nach hinten und die mittlere in der Mitte. So, jetzt
Jetzt gleich nur noch das, die Sitzbank draufschrauben und das Kennzeichen. Und dann kann es schon losgehen. Weil bis jetzt ist noch schön die Sonne am Schein. Da kann man das noch ausnutzen, das schöne Wetter. Ja, wie gesagt, drinnen ist 14, außen 13er. Fest. So, jetzt schrauben wir die Sitzbank fest und dann machen wir gleich nur noch das Kennzeichen dran und dann kann es losgehen. Ja, wie gesagt, die Karre, die ist rucki zucki. Ich sag mal so, vielleicht eine Stunde braucht man, um die wieder im Original zu Originalzustand zusammenzubauen, braucht man circa eine Stunde, wenn man sich, sage ich jetzt mal, das schön gemütlich macht. Und so bin ich jetzt gleich auf der sicheren Seite. Da kann mir nichts passieren. Hier ansetzen. Sitzbank ist drauf. Jetzt montieren wir mal das Kennzeichen. So, die erste Schraube ist angesetzt. Jetzt die zweite.